Sehr geehrte Damen und Herren, in wenigen Tagen jährt sich der Umsturzversuch vom 20. Juli zum 77. Mal. Über die Ereignisse und die beteiligten Personen sowie ihre Motive und Ziele ist bereits viel gesagt worden. Ich spreche hier nun vor einem kenntnisreichen Publikum, das seit vielen Jahren oder sogar Jahrzehnten mit der Thematik vertraut ist. Viele von Ihnen gehören der Stauffenberg-Gesellschaft an. Einige von Ihnen sind vielleicht auch Teil der Familie Stauffenberg. Es wäre müßig, vor Ihnen einen Vortrag zu halten, in dem es allein um die Person von Klaus Schenk, Graf von Stauffenberg und seine historische Bedeutung ginge. Vielmehr möchte ich Sie im Folgenden mit einem Ansatz vertraut machen, der weniger biografisch als strukturell angelegt ist. Es geht mir dabei auch darum, die leider weit verbreitete falsche Gleichung Stauffenberg ist gleich der 20. Juli 1944 zu dekonstruieren. Sie wissen es schon, aber lassen Sie es mich noch einmal betonen. Der 20. Juli 1944 war keine Einzeltat, wie das von Georg Elser im Münchner Bürgerbräukeller im November 1939 versuchte Attentat auf den Diktator Adolf Hitler. Am 20. Juli waren mehrere hundert Personen sehr unterschiedlicher sozialer Herkunft involviert. Ihr Spektrum umfasste Offiziere, Verwaltungsbeamte, Diplomaten, Juristen, Industrielle, Theologen, Gutsbesitzer und Gewerkschafter. Die politischen Lager reichten von konservativ über liberal bis sozialdemokratisch. Um die Vielfalt der Gruppe berücksichtigen zu können und um das Zusammenwirken der unterschiedlichsten Persönlichkeiten zu verstehen, habe ich den Blick nicht nur auf Personen, sondern auch auf die Beziehungen und Interaktionen der Akteure gelenkt und das Netzwerk vom 20. Juli analysiert. Zunächst bleibt festzustellen, dass nicht mehr rekonstruierbar ist, wie das Netzwerk vom 20. Juli tatsächlich ausgesehen hat. Dies ist vor allem der Tatsache geschuldet, dass es sich dabei um ein geheimes Netzwerk gehandelt hat und die Beteiligten aus Sicherheitsgründen in der Regel sehr darum bemüht waren, so wenig wie möglich über ihre Widerstandsaktivität und ihre Kontakte zu Mitverschwörern zu dokumentieren. Es lässt sich hingegen rekonstruieren, was die NS-Verfolger, zu denen neben den ermittelnden Gestapo-Beamten auch die Staatsanwälte und Richter des sogenannten Volksgerichtshofs gehörten. Ja, also was die über das Netzwerk herausgefunden haben. Dokumentiert ist dies in umfangreichen Ermittlungsberichten, Urteilen, Prozessberichten sowie in einigen überlieferten Verhörprotokollen und Verfahrensakten. In meinem 20-minütigen Impulsvortrag möchte ich Sie nicht mit langwierigen Erläuterungen zur Methode der historischen Netzwerkanalyse behelligen, sonst könnte ich über kaum etwas anderes sprechen. Lieber gebe ich Ihnen einen guten Hinweis, wo Sie sich ausführlich über die Methode und die von mir herangezogenen Quellen informieren können. So, jetzt sehen Sie die zweite Folie hoffentlich. Das ist das Cover von meinem Buch. Könnten Sie bitte den Bildschirm teilen? Wir sehen gerade nur Sie. Ah, gut, muss ich das nochmal teilen? Moment. Ist es jetzt zu sehen? Vielen Dank. Gut. Ja, Sie sehen das Cover von meinem Buch, das 2018 erschienen ist, meine Doktorarbeit. Es ist eben eine Netzwerkanalyse vom 20. Juli, letztendlich das Thema, über das ich heute auch spreche. Es ist recht umfangreich geworden, 700 Seiten. Aber eine Netzwerkanalyse macht nur Sinn, wenn man sie auch ausführlich kommentiert, insbesondere wenn man die Perspektive der NS-Ermittler darstellt. Sonst würde es auch zu Verzerrungen führen. Insofern ging es nicht schlanker. Und abgesehen davon ist im Anhang noch ja, eine Menge an Archivmaterial aufgeführt und Personenlisten, sodass man das Buch im besten Fall auch als Nachschlagewerk nutzen kann. Wie werde ich aber dann die mir verbleibende Zeit füllen, wenn ich nicht über die Netzwerkanalyse als Methode spreche? Ich werde zum Ersten darauf eingehen, was die NS-Verfolger über das Netzwerk des 20. Juli gewusst haben. Und als Zweites werde ich über zwei Akteure des Netzwerks sprechen, die einen Stuttgart-Bezug haben. Herr Dr. Dove bat mich darum und natürlich konnte ich ihm die Bitte nicht abschlagen. Dass ich dabei über Klaus Schenk, Graf von Stauffenberg sprechen werde, liegt auf der Hand. Und doch das Netzwerk lässt sich nicht verstehen, wenn man nur auf Vertreter des Militärs schaut. So ist es ein Glück,
dass auch ein zentraler Akteur des zivilen Bereichs des Netzwerks einen Stuttgart-Bezug hat. Karl Gördler, der Kopf des zivilen Netzwerkes, war ab 1937 Berater der Firma Bosch in Stuttgart tätig. Und über die Rolle von Berthold Schenk-Graf von Stauffenberg, der natürlich ebenso einen Stuttgart-Bezug hat, können wir vielleicht auch noch in der Diskussion näher eingehen. Zu einer richtigen Netzwerkanalyse gehören Grafiken. Die Visualisierung des Netzwerkes vom 20. Juli aus Sicht der NS-Verfolger sieht so aus. Mal schauen. Zu dieser Grafik ließe sich vieles sagen. Eine ausführliche Interpretation dazu finden Sie in meinem Buch. Heute kann ich nur einiges davon anreißen. Es sind hier ausschließlich Personen zu sehen, die aus Sicht der NS-Verfolger als Beteiligte des Umsturzversuches angesehen wurden. Dies waren 132 Personen aus verschiedensten Gesellschaftsbereichen, verbunden durch 650 Kontakte, nach Wissen der Ermittler. Das NS-Regime wusste schon bald nach dem 20. Juli, dass es sich bei den Beteiligten nicht um, Zitat, eine ganz kleine Clique ehrgeiziger, gewissenloser und zugleich verbrecherischer, dummer Offiziere, Zitat Ende, gehandelt hatte, wie es Hitler in seiner Radioansprache in der Nacht zum 21. Juli formuliert hatte. Dennoch hielt das Regime bis zum Kriegsende an der Darstellung einer ganz kleinen, vornehmlich militärischen Clique mit reaktionären Zielen fest. Die Beteiligten und ihre Unterstützer sind ausgesprochen erfolgreich in ihrer konspirativen Kommunikation gewesen. Das ist auch eine Erkenntnis, die man aus der Betrachtung dieser Grafik ziehen kann. Denn das umfangreiche und dichte zivil-militärische Beziehungsgeflecht, das über Jahre zum Zweck des Sturzes des NS-Regimes aufgebaut worden war, ist trotz Überwachung und ständiger Denunziationsgefahr bis Juli 1944 nicht durch die Gestapo aufgedeckt worden. Vielleicht an dieser Stelle noch ein kleiner erläuternder Einschub zum Layout der Grafik. Die Grafik ist mit der Software GePhi erstellt worden und beruht auf einem sogenannten Spring Embedder Algorithmus, der auf Kräften beruht, die sich anziehen und abstoßen. Die sogenannten Knoten im Netzwerk, die also diese Akteure darstellen, ziehen sich an, sofern eine Verbindung, eine Kante in der netzwerkanalytischen Sprache besteht, und sie stoßen sich ab, wenn keine Verbindung zwischen zwei Knoten besteht. So entsteht ein Kräfteverhältnis und der Algorithmus rüttelt so lange an der Darstellung, bis ein ausgewogenes Kräfteverhältnis besteht. Ich habe diese Grafik, also die Positionierung der Knoten, nicht nachträglich manuell bearbeitet. Man kann dadurch bestimmte Strukturen, die im Netzwerk vorhanden sind, ganz gut erkennen, denn auf diese Weise werden kleinere Gruppen im Netzwerk, die untereinander stark miteinander verbunden sind, in räumlicher Nähe dargestellt. Die Farben der Knoten sind in der Legende erläutert. Es gibt pinke Knoten, das sind die Zivilisten im Netzwerk, es gibt blaue grüne Knoten, das sind die Militärs, Berufsoffiziere im Netzwerk, und es gibt blaue Knoten, das sind Personen, die sowohl in der zivilen als auch in der militärischen Welt zu Hause waren, beispielsweise Zivilisten, die mit Beginn des Krieges eingezogen worden sind, oder andersherum Berufsoffiziere, die aus Protest gegen Kriegsplanung von ihrem Amt zurückgetreten sind, wie Ludwig Beck beispielsweise, der Chef des Generalstabes, der ab 1938 nicht mehr in militärischen Strukturen tätig war, sondern als Zivilist agierte. Man sieht auch sehr schön, dass diese Grafik sozusagen zweigeteilt ist. Es gibt einen zivilen Bereich, einen militärischen Bereich, und diese blauen Knoten, die sind dazwischen, was darauf hindeutet, dass sie durchaus auch Vermittler sind zwischen diesen zwei Welten. Sie sehen auch zwei schwarze Knoten, das sind Angehörige der SS bzw. Polizei mit Nebe und Heldorf, durchaus sehr problematische Figuren, Charaktere. Die Farben der Kanten ergeben sich aus den jeweiligen Knoten, die sie verbinden. Und die Größe der Knoten gibt einen Hinweis darauf, wie viele Kontakte ein Akteur im Netzwerk hatte. Ich habe hier auch an der Seite eine Tabelle eingeblendet, durch die man eine Vorstellung bekommt, wie viele Kontakte die Personen denn eigentlich hatten. Und an oberster Stelle steht Karl Gördler, für den die Ermittler die meisten Kontakte rekonstruieren konnten.
Für ihn hatten sie 61 Kontakte nachweisen können, was sehr viel ist, wenn man sich vorstellt, dass alles konspirativ laufen musste. Klaus Schenker von Stauffenberg kommt kurz dahinter mit 58 Kontakten. Weiter geht es mit Friedrich Olbricht, 46. Fritz Ziedler von der Schulenburg immerhin mit 41. Dann kommt Beck und Wilhelm Leuschner, der Gewerkschafter, Gewerkschaftsführer und frühere hessische Innenminister, der eben für auch die Sozialdemokraten im Netzwerk steht. Sie können auch die Namen ja selbst sich in Ruhe betrachten. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass beispielsweise Berthold Stauffenberg eher im mittleren Feld zu sehen ist, hier am unteren Ende der Tabelle, weil ich die nicht ins letzte Detail fortgeführt habe mit einzelnen Kontakten. Berthold Stauffenberg hatte 12 Kontakte, deutlich weniger als sein Bruder Klaus. Wobei man hinzufügen muss, dass das ja auf den Ermittlungsergebnissen der Gestapo beruht. Ich habe in meiner Forschung auch natürlich Forschungsdarstellungen, Erinnerungsberichte und Ähnliches berücksichtigt und habe für Stauffenberg beispielsweise für Klaus um die 90 Kontakte insgesamt nachweisen können. Also man sieht, viele Kontakte sind nicht dokumentiert in NS-Quellen. Wenn wir jetzt bei Berthold Stauffenberg bleiben, ist das eine gute Überleitung zur nächsten Grafik, die ich zeigen möchte. Denn nicht allein der sogenannte Degree-Wert, also eine Art der Zentralitätsmessung in der Netzwerkanalyse, ist relevant, wenn man sich anschauen will, welche Rolle eine Person im Netzwerk gespielt hat. Ich zeige Ihnen nun eine Grafik, in der man sieht, wer im Zentrum des Netzwerkes stark miteinander verbunden ist. Jetzt habe ich es hier weggeklickt. Sehen Sie es noch? Ist es zu sehen? Mhm. Die untereinander am stärksten vernetzten Akteure im Zentrum des Netzwerks. Ist zu sehen. Okay. Ja. Das sind jene Kontakte, die 19 Akteure insgesamt, die untereinander die höchste Dichte im gesamten Netzwerk aufweisen. Jeder der hier sichtbaren Knoten verfügt über 9 oder mehr Kontakte zu den anderen Knoten dieses Teilnetzwerks. Auffällig ist bei dieser reduzierten Grafik, dass mit Stauffenberg, Olbricht und Merz nur 3 Berufsoffiziere in diesem Kreis erscheinen, jedoch 8 zivile Vertreter. Die übrigen 8 Personen kommen aus dem zivil-militärischen Zwischenbereich. Auch Berthold Schenker von Stauffenberg zählte nach Wissen der NS-Verfolger eben zu diesem strukturellen Kern des Netzwerks. Interessant ist zudem, dass auch die prominenten Vertreter der Sozialdemokratie und der Gewerkschaften wie Wilhelm Leuschner, Julius Leber und Max Habermann genauso stark in das Zentrum des Netzwerks eingebunden waren wie konservative Personen wie Ulrich von Hassel oder Johannes Popitz. Ebenso ist der Kreisauer Kreis mit Helmut James Graf von Moltke, Peter Graf Jörg von Wartenburg und Adam von Trotze-Solz im Zentrum des Netzwerks vertreten. Auch durch diese Grafik wird somit ein Widerspruch zwischen Wissen und Propaganda des NS-Regimes über die Beteiligten des 20. Juli deutlich. Wider besseres Wissen haben die NS-Verfolger immer wieder behauptet, dass im Kern der Verschwörung vor allem Angehörige des Militärs gestanden hätten. Die zentrale Position Fritz Dietler, Graf von der Schulenburgs, in diesem Teilnetzwerk, er hatte zu allen hier angezeigten Akteuren Kontakt, könnte ein Hinweis darauf sein, dass er zwar nicht in alle Bereiche des Gesamtnetzwerks wirken konnte, aber dass er im inneren Kern das Potenzial für einen vergleichsweise großen Einfluss hatte. In etwas abgeschwächter Form könnte dies auch für Berthold von Stauffenberg sowie Ulrich Wilhelm von Schwerin, Hermann Kaiser und Cäsar von Hofacker zutreffen, alle eben Vertreter dieses zivil-militärischen Zwischenbereichs, die häufig als Vermittler auftraten zwischen zivilen und militärischem Bereich des Netzwerks. Ich zeige Ihnen wieder die Gesamtgrafik. Wir sehen hier, und wir haben bereits gesehen, dass Stauffenberg und Görtler zentrale Akteure des Netzwerks waren. Und nun komme ich zum zweiten Teil meines Vortrags. Görtler war besonders stark im zivilen Bereich vernetzt. Er verfügte aber auch über einige wichtige Kontakte zu Militärs.
Er hat für einige Personen, die in der Grafik als eher isoliert wirkende Knoten am linken unteren Rand zu sehen sind, eine Brückenfunktion zum übrigen Netzwerk. Ein Blick auf die Namen dieser Knoten in der Grafik verdeutlicht, dass es sich dabei vor allem um Personen handelt, die nach dem Umsturz für bestimmte Ämter vorgesehen waren. Friedrich Ernst galt als möglicher Staatssekretär im Wirtschaftsministerium. Ferdinand von Lüneck sollte politischer Beauftragter für den Werkkreis 20 in Danzig werden. Wilhelm zu Nieden war für ein leitendes Amt im Verkehrsministerium vorgesehen. Walter Schwarz beispielsweise hatte sich als künftiger Oberbürgermeister in Königsberg zur Verfügung gestellt. Da sieht man auch, wie detailliert sie in der Planung fortgeschritten waren. Also ganz unterschiedliche Arten von Ämtern wurden schon in der Planung besetzt. In den Quellen wird Görler immer wieder als Motor der Verschwörung beschrieben, der unermüdlich für den Umsturz warb und sich bemühte, neue Mitverschwörer für das Vorhaben zu gewinnen. Oft auch ermöglicht durch Robert Bosch, der ihm zahlreiche Reisen ins In- und Ausland finanzierte. Die hohe Anzahl der nachgewiesenen Kontakte lässt sich aber auch damit erklären, dass Görler von der Gestapo unzählige Male verhört worden ist und sich offenbar auch vergleichsweise auskunftsbereit zeigte. Das heißt jedoch nicht, dass er dadurch Vertraute unnötig in Gefahr brachte. Vielmehr ist anzunehmen, dass er in einigen Fällen beispielsweise nur sich selbst als einen Werber neuer Mitverschwörer genannt hat, um andere Personen, die ebenfalls an einer Werbung beteiligt waren, zu schützen. Mehr dazu auch in meinem Buch. Beispielsweise sind auch Angehörige des Bosch-Kreises, die aktiv an der Umsturzvorbereitung mitgewirkt hatten, wie Hans Walz, nicht verfolgt worden, da Görler ihren Namen trotz zahlloser Verhöre nicht nannte. Während Görler gegenüber den Verfolgern zahlreiche Angaben über seine eigenen Kontakte gemacht hatte, beruhen alle hier aufgeführten Kontakte von Stauffenberg auf Aussagen von Mitverschwörern, da er bekanntlich bereits in der Nacht zum 21. Juli erschossen worden war. Stauffenberg hatte vor allem Kontakte im militärischen Bereich, darüber hinaus aber auch Kontakte, die weit in den zivilen Bereich reichten. Aus den Ermittlungsberichten wird sehr deutlich, dass Stauffenberg, der Attentäter, häufig der Dreh- und Angelpunkt der Befragung war. Die Gestapo-Beamten versuchten stets herauszufinden, wer in welcher Beziehung zu ihm gestanden hatte und was der Betroffene im Einzelnen über Stauffenbergs Umsturz und Attentatspläne gewusst hatte und wie er daran beteiligt gewesen war. Die Strukturanalyse zeigt, dass weniger Personen ausschließlich über Stauffenberg ins Gesamtnetzwerk eingebunden waren, als dies bei Görler der Fall war. Stauffenberg und Görler haben sich beide auch als Vermittler des Netzwerks betätigt, wobei Görler in den Quellen mehr als doppelt so oft als Vermittler von neuen Kontakten aufgeführt wird wie Stauffenberg. Dies lässt sich unter anderem dadurch erklären, dass Stauffenberg erst ab Herbst 1943 aktiv an der Umsturzvorbereitung teilnahm, Görler hingegen schon seit den 30er Jahren. Das Gesamtnetzwerk war jedoch bereits viel früher entstanden. Somit erscheint es logisch, dass Stauffenberg weniger selbst als Vermittler in Erscheinung getreten ist, als vielmehr die Kontakte anderer genutzt hat, die ihm ab diesem Zeitpunkt zur Verfügung gestellt worden sind. Die Vermittlungen, die möglicherweise durch Stauffenberg zustande kamen, betrafen unter anderem die Einbindung der ihm aus dem Bamberger Reiterregiment bekannten Offiziere Roland von Hößlin und Ludwig von Leonrod in die Umsturzvorbereitung. Das militärische Umfeld konnte eine solche Kontaktaufnahme durchaus vereinfachen. Um ein Beispiel zu nennen, im Frühsommer 1944 erteilte Oberstleutnant, damals Oberstleutnant Stauffenberg, beispielsweise dem Major Leonrod schlichtweg einen Befehl, sich bei General Friedrich Olbricht zu melden, der wiederum vorab von Stauffenberg über Leonrods Kommen informiert worden war. Auf diese Weise musste Stauffenberg selbst nicht bei einem ersten Zusammentreffen anwesend sein, was bei neuen Kontaktvermittlungen im zivilen Bereich sehr schwierig gewesen wäre. Darüber hinaus hat Stauffenberg jedoch auch Kontakte im zivilen Bereich hergestellt. So brachte er unter anderem seinen Cousin Cäsar von Hofacker, der im Januar 1944 um eine stärkere Einbindung in die Umsturzvorbereitung bat, mit Karl Görler zusammen. Stauffenberg und Görler haben sich noch auf andere Weise im Netzwerk betätigt. Beide haben sich darum bemüht, neue Mitverschwörer zu werben.
Denn für das Gelingen des geplanten Umsturzes und des darauf folgenden Aufbaus eines neuen deutschen Rechtsstaates schien es den Beteiligten unabdingbar zu sein, bestimmte Personen in militärischen Schlüsselpositionen sowie regimekritische Fachleute aus verschiedenen zivilen Bereichen für ihr Vorhaben und ein bestimmtes Amt nach dem Umsturz zu gewinnen. Und dies immer mit der Gefahr verbunden, denunziert zu werden. Während sich Stauffenberg nach Kenntnisstand der NS-Verfolger hauptsächlich um Militärs für konkrete Aufgaben zur Durchführung des Umsturzes bemühte, hat Görtler ausschließlich Kandidaten für politische Aufgaben nach dem Umsturz geworben. Auch Wilhelm Leuschner hat viele Personen für bestimmte Ämter geworben. Laut NS-Quellen handelte es sich dabei hauptsächlich um Kandidaten für den Aufbau einer neuen Gewerkschaft sowie für Ämter der politischen Beauftragten in den Wehrkreisen. Für Görtler sind in den NS-Quellen die meisten Werbeversuche beschrieben, 14 bis 17. Dazu zählen unter anderem mit Bezug zu Baden und Württemberg Eugen Bolz, der Zentrumspolitiker und ehemalige Staatspräsident von Württemberg. Zeitweise war er vorgesehen als neuer Innenminister oder auch Kultusminister, vorgesehen von den Verschwörern. Und auch Reinhold Frank, Rechtsanwalt und ehemaliger Zentrumsstadtverordneter in Karlsruhe. Er war vorgesehen als Unterbeauftragter im Wehrkreis 5 in Stuttgart. Auch Albrecht Fischer, früherer Vorsitzender des Verbandes der Metallindustrie, wäre hier zu nennen. Auch er ist von Görtler geworben worden. Doch von den NS-Verfolgern war er schließlich nicht als Beteiligter des Umsturzversuches eingestuft worden und ist daher auch nicht hier in der Netzwerkgrafik zu sehen. Fischer war wirtschaftspolitischer Berater der Robert Bosch GmbH und von den Verschwörern als politischer Beauftragter für den Wehrkreis 5 in Stuttgart vorgesehen. Stauffenberg hat laut NS-Quellen 11 Personen geworben. Bis auf die Reserveoffiziere Heinrich von Lehndorf und Peter von York gehörten alle diese Personen dem rein militärischen Bereich des Netzwerks an und hatten eine Aufgabe für die konkrete Umsturzvorbereitung bzw. Durchführung. 5 von ihnen waren als Verbindungsoffiziere in verschiedenen Wehrkreisen vorgesehen. Auch Lehndorf war als Verbindungsoffizier eingeplant. York hingegen, der selbst schon früher als Stauffenberg im Widerstand aktiv gewesen ist, sollte auf Stauffenbergs Werbung hin Staatssekretär des künftigen Reichskanzlers werden und war somit nach dem Umsturz für ein ziviles Amt vorgesehen. Dadurch wird deutlich, dass sich Stauffenberg auch darum bemühte, die Personenauswahl für die künftigen zivilpolitischen Ämter zu beeinflussen. Eine Aufgabe, die vor allem Görtler für sich beanspruchte. Zusammenfassend lässt sich sagen, das Netzwerk des 20. Juli 1944 war deutlich größer, als das NS-Regime zugeben wollte. Nach dem Wissen der NS-Ermittler umfasste es 132 aktiv beteiligte Personen, die aus verschiedensten Gesellschaftsbereichen kamen und die untereinander teilweise sehr dicht vernetzt waren. Im strukturellen Kern des Netzwerks waren auch zahlreiche Akteure aus dem zivilen Widerstand aktiv. Karl Görtler und Klaus-Jürgen Graf von Stauffenberg hatten gemäß NS-Ermittlungen mit insgesamt 61 bzw. 58 die meisten Kontakte zu Mitverschwörern. Sie waren damit sehr zentrale Akteure im Netzwerk und taten sich darüber hinaus auch als Vermittler und Werber weiterer Mitverschwörer hervor. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.